Oh, hi und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Omega Rubin. Ja, im letzten Part haben wir die letzten beiden Mitglieder der Top 4 besiegt und müssen uns nun den Champ der Pokémon Liga widmen. Und oha, oha. Ich würde sagen, das wirkt, oder das sieht nach einem Finale aus. Willkommen, Setsley. Ich hatte gehofft, dich eines Tages hier begrüßen zu dürfen. Und was hast du alles auf deiner Reise mit deinen Pokémon erlebt? Was hast du gefühlt, als du auf all die anderen Trainer getroffen bist? Was für Eindrücke und Erfahrungen hast du dank deiner Reise durch diese reich beschenkten Lande von Hoenn zugewonnen? Ich möchte, dass du das gesamte Arsenal deines Erfahrungsschatzes im Kampf gegen mich aufbietest. Nur keine falsche Rücksichtnahme. Meine Pokémon und ich werden ebenfalls alles geben. Also los, kämpfen wir! Oh Gott! Versus Troy, Champ der Pokémon-Liga. Eine Herausforderung von Champ Troy. Okay, er glitzert so. Panzer-Ebon hat er, das ist super, dass er das hat. Dann können wir mit Groudon hier so ziemlich ihm den Gar ausmachen, sag ich mal. Na 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 na. Oh yeah, das Team gefällt mir. Auch wenn es teilweise sich leicht komisch anhört, muss ich zugeben, aber die Melodie ist immer noch erhalten geblieben und das ist, was zählt. Ich hab einen schönen Flammenfußsturm für dich. Generell, wenn er jetzt einmal nur 6 Stahl-Pokémon hat, dann ist er so ziemlich am Arsch. Oh, Robustheit. Oho. Stachler? Willst du mich mit Stacheln? Meinst du, mit Stacheln kannst du einen Proto-Groudon aufhalten? Glaubst du das? Ich glaub weniger. Top Genesung. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Na, na. Das war auch zu erwarten. So, Flammensturm. Wir haben aber nur noch 5 Mal jetzt. Und er wird wieder wegen Robustheit wahrscheinlich überleben, oder? Ja. Robustheit, ey. Ah, Verbrennung. Woo! Danke. Wieder Stachler. Panzer Aeron haben wir dann. Die restlichen Pokémon muss ich mir was einfallen lassen eigentlich. Dann Stolos. Oh, das ist super eigentlich, das Pokémon. Hatte ich auch überlegt, ob ich das ins Team nehme, aber dann kam Stalos. So, mal gucken. Wie viel hält Stolos denn aus? 1-0 Attacke von Groudon. Robustheit wieder. Nein. Einfach so überlebt? Einfach so? Okay. Vielleicht hätte ich dich doch mit ins Team nehmen sollen. Aber wenn du diese, nur wenn du diese Abgrundklinge überlebst. Nein. Ich würde sagen, das war's. Und ist sogar sehr effektiv. Was ist denn nochmal Stolos? Das Gestein? Nee. Es ist einfach nur... Es ist einfach nur, Dingens, oder? Stahl... Boden! Stahlboden! Stahlboden! Ja, Stahlboden muss es sein. Das ist Psycho! Du Psycho! Was willst du mit einem Psycho-Pokémon? Ich glaube, das kann schweben, ne? Ja, wusste ich's doch. Ich möchte aber auch keine Feuerattacke gerade einsetzen hier. Hebe ich mir auf für... eventuell ein Pokémon, was ich erwarte, was kommt. Das Psycho ist, können wir Magnine reinholen. Mir fällt gerade der Levelunterschied auf. Magnine ist 10 Level, fast, ne, 11 Level sogar drunter, meine ich, oder? 11 ganze Level? Nee. Das sind nur 9. Was? Ach, Stachler. Okay. Ich dachte gerade, was geht jetzt ab? Oha, wenn ich überhaupt zum Angriff komme, merke ich gerade hier. Knirscher, bitte sei schneller. Ha, danke. Lass mich aber fragen, wieso ich schneller bin. Oh, das zieht verdammt wenig. Erdkräfte. Das war's. Magnine ist down. Meh. Ich habe eigentlich mehr erhofft davon. Aber gut. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist kein Ding. Was nehmen wir denn mal? Galagladi macht gar keinen Sinn. Gewaldruck könnte... Nehmen wir Gewaldruck rein. Weil wenn das sowas wie Erdkräfte einsetzt... Erdkräfte ist ja wieder Boden und wir sind Pflanze. Ich meine, das war...
das ging klar. Laubklinge und Mega-Entwicklung. Mal schauen, wie du dann aussiehst. Lepumentas. Mal gucken. So, mal gucken. Laubklinge. Oh, sehr effektiv. Was bist du denn nochmal komplett vom Typ her? Psycho auf jeden Fall. Was ist denn der restliche Typ nochmal gewesen? Er hat noch einen anderen Typ. Ist das Gestein? Kann das sein? Bin mir aber nicht sicher. Ist schon wieder überlebt. Sondersensor. Na. Gäh. Na, 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 na. Kriegst du nochmal eine Laubklinge. Top-Genesung! Aber... genau, da hattet mich korrigiert in den Kommentaren, beziehungsweise ich hatte es vielleicht auch mal falsch gelesen in den Kommentaren. Wahrscheinlich letzteres. Oha, Volltreffer jetzt auch noch. Zornklinge wird stärker, nicht Kreuzschere. Macht auch Sinn, ich meine, es ist Zornklinge. Zorn. Ne? Gut, dann hätten wir das aber auch geklärt. Trugschlag, ich glaube, das könnten wir gut fürs Fangen eigentlich verwenden, oder? Agilität nutze ich eigentlich eh nie. Mach Agilität halt weg. Es wäre eigentlich ganz super, da zu haben, Agilität, aber... fürs Fangen später bei legendären Pokémon, dann wäre Trugschlag, glaube ich, ganz gut, oder? War doch Trugschlag. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, verdammt. Aber wir haben ansonsten auch noch Schutzschild. Nee. Was ist denn besser? Schwertanz, Angriff, Angriffswert, Spezialverteidigung, Spezialangriff. Was brauchen wir denn? Wir sind physisch, ne? Mach halt Gedankengut weg. So. Ich brauche eigentlich Schutzschild auch nicht, aber egal. Das ist ein Pokémon, wo ich, glaube ich, drauf gewartet habe. Das ist wieder ein Fall für Groudon, glaube ich, weil es Pflanze... Pflanze ist. Ist doch Pflanze, oder? Ist Pflanze Stahl sogar? Ich weiß nicht. Ist auf jeden Fall Pflanze. Oder? Pflanze Wasser? Kann das? Ich weiß es nicht, ey. Stachler, ey. Na. Entland wirkt! Sieht auf jeden Fall wie ein... ist das, meine ich... ist das Wasser? Ich weiß es nicht mehr. Boah, so lange her, dass ich dieses Pokémon gesehen habe, ey. Aber wir könnten es eventuell auch kriegen. Es ist keins von beiden. Oder es hat einen Typ, der es dann wieder dadurch dagegen resistent macht. Das ist Pflanze. Stimmt, das könnte gut Pflanze sein. Das weiß ich aber gerade nicht mehr. Und wisst ihr was? Weil wir so angeschlagen sind und wir sowieso genug davon haben, gönne ich mir jetzt mal Top-Genesung gerade für Groudon. Weil riskieren, dass wir, ich sag mal, down gehen, will ich nicht. Und ja, Verbindung schadet dir, das ist auch super. Und weißt du was? Ich schenke dir eine Abgrundklinge. Weiß zwar nicht, wie viel das bringt, aber dann vielleicht können wir dann deinen Typ klären. Oh, vielleicht auch nicht. So, was hast du noch im Petto? Du müsstest noch ein Pokémon haben, auf das ich warte. Ja, eins davon ist auf jeden Fall klar. Es ist ein Amaldo. Amaldo, das meinte ich. Das meinte ich. Das meinte ich. Das ist Stahl. Das da. Du bist Stahl. Du bist ein Fossil-Pokémon. Das andere war auch ein Fossil-Pokémon. Aber dich meinte ich. Du bist Stahl. Oder auch nicht. Du bist auf jeden Fall Gestein. Gestein bist du. Das weiß ich. Oder Boden? Boah, ich habe keinen Plan mehr. Ich sollte mich eigentlich sowas von schämen. So als Höhenveteran. Und dann kenne ich nicht mal die Typen mehr auswendig da. Von den einzelnen Pokémon, die einfach awesome sind. Aber das nächste Pokémon, was kommt, ist klar. Metagross. Und wir haben keine Feuer-Pokémon-Attacken mehr, glaube ich jetzt, ne? Die AP sind aufgebraucht. Yeah. Yep. Dann versuchen wir es halt mit Abgrundsklinge. Und der führt die Mega-Entwicklung aus. Es war so zu erwarten, ey. Das erste Mal in diesem Spiel sehen wir Mega-Metagross. Putz. Zen-Kopfstoß willst du einsetzen. Eigentlich hätte ich erwartet, dass es sowas wie Schwebe hat, aber hat es nicht, ne? Scheinbar. Überleben wir das überhaupt noch? Oha, du hast Gordon gekillt. Dabei warst du eigentlich derjenige, der fast tot ist, aber deine Initiative ist halt deutlich höher jetzt gerade, ne? Gihi. Ich wäre... obwohl, ne, es ist auch selber Psycho, aber rein theoretisch könnte ich so einen Bitch-Move jetzt gerade machen und sagen so, ich nehme aber mal gerne Gladi rein, weil du hast eh nur noch 2 KP oder so. Das könnte sogar klappen. Also wirklich, das könnte klappen. So, mach mal Psychoklinge. Frage ist halt, wer größer ist. Ach, es kann sich nicht mehr bewegen. Ja, super. Wer größer ist? Welche Initiative? Aha.
Es waren doch noch mehr als 2 Kaffee, die es hat. 3 Kaffee. Deswegen hat es nicht geklappt. Verdammt, dieses Megameter-Groß macht mir jetzt gerade zu schaffen. Tja. Gebaldro, bist du schneller? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich jetzt verliere hier, ne, dann ist das bitter. Dann ist das echt bitter. Ich wünsche mir eine Laubklinge, die angreift. Nein. Oha, ich habe auch nur noch... Ja doch, ich habe noch ein paar Beleber da. Also 2. Ich muss einfach nur zum Angriff kommen. Das ist alles. Ich muss nur einmal angreifen dürfen. Dann ist dieser Kampf vorbei. Einmal. Setz Kaskade ein. Gigastoß. Ich komme nicht zum Angriff! Hilfe! Was geht? Ich habe nicht so großes Vertrauen in Stalos, um ehrlich zu sein gerade. Hab ich gerade nicht. Es gefällt mir nicht. Es gefällt mir gerade gar nicht. Ich will jetzt nicht verlieren. Nein! Setz Top-Beleber ein. Wen belebe ich denn? Groudon? Wird Groudon eine Attacke überstehen? Ich denke schon. So, mal gucken. Ah, warte, ich hätte angreifen dürfen! Verdammt! Ich bin so dämlich! Ah! Gigastoß. Wer hat Attacke ab? Okay, das war's. Gegeben! Du bist tot! Tot bist du! Und du bist fucking OP! So. Oha. Ich bin so dämlich, ne? Ich hätte eigentlich damit rechnen müssen. Oh Gott. Ich bin doch der Champ. Wie konnte ich nur verlieren? Du hast mich nicht enttäuscht, Setsley. Du bist ein ausgezeichneter Trainer. Mein Glückwunsch. Und vielen Dank. Es war mein Wunsch zu erfahren, welche Gedanken dich in dieser Welt beschäftigen, die Antrieb gegeben und welche Ideale du gemeinsam mit deinen Pokémon in die Tat umsetzen willst. Und mir scheint es, als hätte ich die Antwort erhalten, nach der ich gesucht hatte. Die Gefühle, die du deinen Pokémon entgegenbringst und die Art, wie deine Pokémon sie von ganzem Herzen erwidern. Sie werden eins und bringen eine weitaus größere Stärke hervor. Genau darin liegt der Schlüssel zu deinem heutigen Erfolg. Meine Begeisterung von dir bei unserer ersten Begegnung damals war also doch ein Fingerzeig. Und somit bist du zu Recht Höhensneuer. Setsley! Soll ich dir nicht noch ein paar Tipps geben, bevor du den Champ herausforderst? Setsley! Willst du mir etwas sagen? Du hast den Champ schon besiegt? Siehst du, Briggs? Was habe ich dir gesagt? Du hättest dir um Setsley keine Sorgen zu machen brauchen. Setsley, du hast es geschafft! Als ich hörte, dass du in Blütenburg City deinen Vater besiegt hast, wurde mir klar, dass du es schaffen kannst. Und jetzt ist es soweit, du bist wirklich Champ geworden. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Und jetzt kannst du mit Stolz den letzten Raum betreten. Setsley, oder sollte ich besser sagen, neuer Champ, folge mir. Tut mir leid, aber diesen Raum dürfen nur Trainer betreten, die den Titel des Champs errungen haben. Warte bitte draußen mit dem Professor auf uns. Wie bitte? Ich mach nur Spaß, keine Sorge, ist okay. Ich verstehe das schon, so lauten eben die Regeln. Nein, ganz im Ernst, Setsley. Herzlichen Glückwunsch! Da wären wir. In diesem Raum bewahren wir die Aufzeichnungen über all jene Pokémon auf, die sich in harten Kämpfen stets bewährt haben. Hier werden die Champs der Pokémon-Liga geehrt. Du und dein Team, ihr habt zusammen über die Pokémon-Liga triumphiert. Komm, lass uns euren Namen mittels dieser Maschine festhalten. Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle! Glückwunsch, Groudon! Glückwunsch, Galagladi! Glückwunsch, Gebaldro! Glückwunsch, Milotic! Glückwunsch, Magnaien! Glückwunsch, Stalos! Glückwunsch, du bist Champ der Pokémon-Liga! Hooray! Wir haben es geschafft! Wir sind Champ von Höhen! Und damit endet unser Abenteuer gewiss noch gar nicht.
denn es hängt eigentlich erst zum Teil sogar erst an, ne? Von daher drücke ich einfach mal weiter. Willkommen zurück, Setzley. Hör mal, wir können den Geheimweg ja gemeinsam antreten. Wir haben unsere Reise schließlich zusammen begonnen. Aber das wäre nur so eine Idee von mir. Interpretier da bitte nicht zu viel rein. Komm, gehen wir nach Hause. Nächster Halt, Wurzelhain. Schon sagen, Shigeru Omomori hat hier gänzliche Arbeit geleistet, also ganz gute Arbeit, genauso wie wie es zu erwarten war eigentlich, ne? Man muss ja dazu sagen, dass der gute Omori selbst ein großer Fan der Originalspiele war, also Rubin Saphir, selbst war er weniger dran beteiligt, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, aber man merkt wirklich, dass ihm diese Spiele, also damals, auch sehr am Herzen gelegen haben und in diesen Spielen steckt halt wirklich auch, also jetzt hier in den Remakes, steckt aus meiner Sicht sehr, sehr viel Herzblut drin. Was ich gerade sehe, Brix trägt auch einen Mega-Armreif gerade. Okay. Gibt es eventuell noch ein Rematch, wo er eine Mega-Entwicklung auslösen wird? Oder habe ich da jetzt gerade irgendwas wieder vergessen? Okay, Szenario. Okay. Die Credits sind ein bisschen abgeändert worden, die Musik ist immer noch gleich, aber man sieht nicht mehr die Pokémon, die man gefangen hat, wie damals. Ja gut, das war damals auch nicht wirklich... Oh, doch! Nee, weniger. Aber so ein paar nette Szenen, okay. Gefällt mir aber. Gibt man wieder so eine Art kleinen Rückblick, wie damals auch schon. Damals ist man halt an den Städten so leicht vorbeigefahren, sag ich mal. Das, was aber auch eine super Idee war, eigentlich. Ist das jetzt je nachdem, welchen Starter man gewählt hat hier? Aber warum ist halt jetzt auf einmal Flamly? Ah, Troy und sein Trassler. Heiko. Was sag ich da, Troy? Oh Mann. Ah ja, Felicia. Und ihr Nassmagnet, der Nasenmagnet. Wieso ist jetzt immer... Gekabor. Okay, Makuhita und Trassler. Bei Camilo. Interessant. Da sind wir im Faustohafen. Da werden wir auch nochmal hingehen müssen. Eventuell. Okay, was haben wir jetzt? Troy. Ja, in der Granithöhle. Wir haben auch einen Trassler dabei. Ist das jetzt wirklich so? Ist das, was mich halt jetzt gerade wirklich interessieren würde, dass die Pokémon, ob die Pokémon, die gezeigt würden, je nachdem, welche Pokémon zu dem Zeitpunkt man hatte, variieren. Das würde mich voll interessieren. Da haben wir Mark. Oh Mann. Das erste Mal, als wir auf Mark getroffen sind hier. In Graphitport City. Im Ozeanmuseum. Der gute Walter. Mit seinem Magneton. Und wir haben ihn, glaube ich, mit Magnein haben wir uns ziemlich zur Wehr gesetzt dort, ne? Ich glaube echt, dass das so ist. Je nachdem, welches Pokémon am meisten aussagekräftig war an dieser Stelle, wird gezeigt. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das würde mich interessieren, aber wir werden es ja spätestens bei meinem Let's Play zu Pokémon Alpha Saphir sehen. Denn dieses wird folgen, ja. Da ist er wieder, der Adrian. Gegen den werden wir auch noch kämpfen. Keine Sorge. Haben wir mit Reptane besiegt, das Kamerup, ne? Ja, haben wir gemacht. So war das. Ich finde das super, wie die Musik hier so eine Art kleinen Remix erfährt. Mit Kelia. Ich glaube, das ist echt gemacht so. Das muss so sein. Das kann gar nicht anders. Das ist doch komplett mein Team hier. Je nachdem, also mit den jeweiligen Entwicklungen, wo wir da waren. Das muss so sein. Ich finde das super, aber die Idee. Die ist cool gemacht. Da hätte man noch so eine Art, ich sag mal, besseren Rückblick auf das, was man wirklich halt selbst gemacht hat. Das gefällt mir. Und generell, um ein kleines Wort zu den Remix zu
ich sag mal, zu bringen. Mir gefallen sie wirklich gut. Ich will ganz ehrlich sagen, hier wurde nicht wirklich Mist gebaut dabei. Also, das ist ein würdiges Remake zu zu Rubin und Saphir. Das gefällt mir halt. Ach, mega Stalos. Es muss so sein. Das kann gar nicht anders sein. Es ist so. Es ist einfach so. Gefällt mir. Ich finde das super mit der Idee, dass man die jeweiligen Pokémon, die dort in den Kämpfen dann halt, sag mal, herausgestochen sind, da halt gezeigt werden. Das finde ich super, die Idee. Gefällt mir. Aber wo war ich? Ich war dabei, zu sagen, ja, zu dem Spiel hier. Ich muss ja sagen, meine Vorfreude war unermesslich groß. Ich hatte ziemlich hohe Erwartungen an dieses Spiel. Und meine Erwartungen wurden keineswegs enttäuscht. Eher noch im Gegenteil, sie wurden überboten. Ich bin überaus beeindruckt von dem Spiel und ich kann jeden, der es noch nicht hat, ob er einen 3DS zu Hause hat, nur dazu raten, kauft euch dieses Spiel, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Gerade die Personen von unter euch, die Höhen mögen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, habt ihr das Spiel schon? Und wenn ja, wie weit seid ihr bereits? Und wenn ihr es noch nicht habt, warum habt ihr es noch nicht? Werdet ihr euch es holen? Also ich kann es einfach nur jedem ans Herz legen. Mir gefällt es einfach nur, ja, wie soll ich sagen? Ich bin geradezu verliebt in dieses Spiel. Anders kann ich es nicht ausdrücken, es ist einfach so. Ja, mit Latios haben wir uns gegen Protogroundon ziemlich gut zur Wehr setzen können. Muss man mal einfach sagen. Das war so gewesen. Latios konnte uns da ziemlich gut aus der Patsche helfen, weil Protogroundon wollte ja nicht in den Pokéball. Es wollte nicht. Es wollte einfach nicht. Ah, das Milotic hat uns ziemlich Ärger gemacht da. Und Galagladi war unser Retter in der Not dann. Oder? War doch so. Protogroundon gegen sein Galagladi in der Megaform. Ja, so war das. Na, 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 na. Hey, das ist die Endmusik wieder. Das heißt, wir nähern uns langsam dem Ende. Oh, die anderen von der Top 4 werden nicht gezeigt. Ja, sein Metagross hat uns ziemlich Ärger gemacht, aber Stalos hat uns dann wieder gerettet. Ah ja, Stalos. Super. Alles klar. Also, wie gesagt, ich bin jetzt einfach mal ganz kurz ruhig an dieser Stelle. Ich empfehle jedem nur, dieses Spiel sich zuzulegen. Und ja. Das wäre Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir bis zur Liga. Da haben wir auch den Juichi Masuda. Route 103, das weckt Erinnerungen, was? Erinnerst du dich an diesen Teich? Da haben wir zum ersten Mal gegeneinander gekämpft. Ich hätte da eine Bitte, Zetzley. Lass uns doch noch einmal kämpfen, um der alten Zeiten willen. Du hast auf deiner Reise bestimmt viel gesehen und erlebt. Deshalb will ich alles über dich und deine Pokémon wissen, Zetzley. Aber ich möchte, dass du auch alles über meine Pokémon und mich erfährst. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Briggs. Das kommt unerwartet. Wirklich, das kommt unerwartet jetzt. Also das war damals zumindest nicht so, aber man bekommt ein Rematch und wahrscheinlich werden wir jetzt auch eine Mega-Entwicklung nochmal sehen, die er dann ausführt. Das könnte ich mir zumindest gut vorstellen. Denn alles andere macht keinen Sinn, weil wir haben ja, wie gesagt, den Mega-Armreich vorhin in den Credits schon gesehen. Und ja, bin mal gespannt, was er uns denn präsentieren möchte. Haha. Das Doofe ist jetzt natürlich, dass wir Groudon vorne haben und er mit Schwabbelboss ankommt. Das wäre Stalos optimal, aber wir kommen einfach mal mit Flammenwurf. Mal gucken. Flammensturm meine ich. Was willst du denn dagegen tun? Nichts. Ha, gegeben. So, was hast du noch im Petto? Wailord, da können wir drinbleiben. Machen wir keine halben Sachen. Ich sehe, wie Wailord gegen einen Protogroundon kämpft. Das ist nahezu schon ein Muss.
Dampfwalze. Ah ne, warte, Dampfwalze ist doof. Das geht. Ha. Ah, dann komm halt, Gewaltrohr. Komm rein. Du machst das schon. Du machst dieses Weidort platt für uns. Vor allem mit deiner Zornklinge. Na, 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 na. Dampfwalze. Gewaltrohr. Na, ah, weniger, ne? Wollte gerade sagen. Aber unsere Initiative ist gesunken. Das gefällt mir nicht. Dann machen wir Mega-Entwicklung und Laubklinge. Weil durch die Mega-Entwicklung werden ja unsere Sets wieder angehoben. Dann kannst du mich mal, Weilord. Obwohl, du bist eh langsamer. Zähl nichts. Du bist eh langsamer als Gewaltrohr. Bäm. Bin ja gespannt, welche Mega-Entwicklung hier auslösen wird. Ich weiß, habt ihr gerade sein Team nicht mehr im Kopf. Kappels. Gee. Kommt wieder Groudon rein. Gegen Kappels habe ich echt keine Lust, ey. Da will ich mich nicht lange mit aufhalten. Ohne Witz. Kappels ist so ein Hass-Pokémon von mir. Mag ich gar nicht. Das mag ich überhaupt nicht. So rein gar nicht. Wenn es ein Pokémon gibt, was ich nicht mag, dann ist es Kappels. Aber sowas von. Das geht gar nicht klar. So, Kappels kriegt jetzt einen Flammensturm. So, hau rein. Batz. Da, da, da. So, ein Raichu hat er. Ein Raichu. Interessant. Ah, jetzt habe ich Weiterkämpfe gemacht. Ich wollte eigentlich ein Pokémon-Team wechseln, aber... jetzt bin ich gespannt. Was willst du mir präsentieren? Dein letztes Pokémon wird es wahrscheinlich sein, ne? Raichu wird sich nicht mega entwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Na, 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 na. Gut, was hast du jetzt nochmal... Warte mal, du hast... ja, klar, es ist klar, Logok. Ich habe eigentlich damit gerechnet, es kommt ein anderes Pokémon. Ja. Falsch gedacht. Falsch gerechnet. So. Jetzt bin ich aber gespannt. Was möchtest du denn mit Mega Logok so Schönes anstellen? Na, 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 na. Oder kommst du überhaupt zum Angriff? Kommt er nicht. Schade eigentlich. Oh Mann. Danke für alles, Setsley. Du bist ein wahrer Champ. Ich bin vielen verschiedenen Leuten begegnet. Und habe jede Menge Pokémon gesehen. Wie soll ich sagen? Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Spaß gehabt. Oh. Setsley, sieh doch nur. Oha. Pokémon Omega Rubin. Ende. Aber damit ist, wie gesagt, das Let's Play noch lange nicht zu Ende, sondern nur dieser Part. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Und wenn euch dieser Part gefallen haben sollte, dann gebt einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar. Dies ist Ananas, haut rein, bis dann und ciao! Liebling? Tut mir leid, dass ich dich beim Fernsehen störe. Was gibt's denn? Ich wollte noch einmal mit dir über unser Date bei der Astronomie-Show in Mosbach City reden. Ach ja, gut, dass du das ansprichst. Ich wollte dir nämlich etwas beichten.
Wie es aussieht, muss ich an dem Tag leider doch in der Arena arbeiten. Oh, schade, aber die Arbeit geht natürlich vor, das verstehe ich natürlich. Tut mir wirklich leid. Nein, ist schon gut. Aber was fangen wir jetzt mit unserem Ticket an? Stimmt, es wäre zu schade, es einfach verfallen zu lassen. Fortsetzung folgt.